guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen nach der Sommerpause, kurz vor dem Übergang in den Bodenfrost. Ja, bisschen ungewohnt, mein Outfit heute, ne? Aber man muss reagieren, ne? Das Oktoberfest steht vor der Tür, ne? Und die Landtagswahl in Bayern, also das schwarze Loch der CSU. Wenn man da nicht artgerecht auftritt, wird man auf der Stelle eingeliefert, ne? Sie sind ja auch nicht ohne Grund hier heute Abend. Nein, aber apropos, jetzt noch, schwarzes Loch. Waren Sie letzte Woche auch so nervös? Als dieses Experiment in der Schweiz gemacht wird, da dieses, der Urknall reloaded. Mein Lieber, alle waren so, das war die große Stunde der Weltuntergangspropheten. Mein lieber Freund, die alle gesagt, wenn da bei der Protonenrallye irgendwas schief läuft, dann läuft alles, dann kommen schwarze Löcher, verschlucken die Erde und sie ist fort. Ich hab das locker genommen. Ich hab mir nur gedacht, ein Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Hä? Was soll da? Was soll da groß passieren? Gut, ein paar amerikanische Großbanken hat's verschluckt danach. Aber das ist ja halb so wild. Ja, hat Josef Ackermann schon vor 3 Monaten gesagt, wir haben das Schlimmste überstanden. Finanzexperte halt, ne, und aus der Schweiz. Gut, dass da jetzt in der Wall Street wieder reihenweise Bankangestellte und Börsenmakler und Finanzmakler sich von den Hochhäusern stürzen, das nennt man Selbstreinigung des Marktes. Ne? Schwapp, runter und weg im schwarzen Loch. Ins rote Loch ist ja Kurt Beck geplumpst. Eine Feige hinweg gemeuchelt von intriganten Hinterbänklern, den Backstreet Boys. Na, da war was los. Ja, die Linkspartei gleich wieder Palette Rotkäppchen-Sekt geköpft. Heute sowieso. Heute Oscar Lafontaine hat heute Geburtstag. David Copperfield auch. Ich habe ein paar von der SPD-Fraktion schon angerufen, ob er den Giftzwerg aus dem Saarland nicht einfach verschwinden lassen könnte, weil sie kennen sich damit ja auch, ne, nach dem jähen Niedergang von Kurt Beck, da hat sogar unsere Kanzlerin eine vergiftete Träne in eins ihrer 4 Knopflöcher gedrückt. Dieser Umgang ist im Stil einer Volkspartei nicht würdig. Blöd nur, ne, dass zeitgleich ihre Berliner CDU im Umgang mit Friedbert Pflüger gemeint hat, aber wir können es aber noch ein bisschen schäbiger. Schon hat sie sich gleich in ihren Schmollwinkel zurückgezogen. Da habe ich, mir auch gedacht, was soll diese Milliardenverschwendung in der Schweiz von diesem Urknall-Quatsch? Wenn Wissenschaftler wissen wollen, wie experimentelle Physik funktioniert, ne, da müssen sie nur mal gucken, wie unsere Kanzlerin Regierungspolitik betreibt. Ja, mit der Kanzlerin, die ist erst nächstes Jahr dran, nicht wahr? Aber demnächst werden wir den Bayern die Hosen stramm ziehen. In 12 Tagen ist es soweit, mein Lieber. Nicht das. Oh nein, oh nein. Und was soll das denn jetzt? Ob Sie es glauben oder nicht, Herr Priol, aber Sie werden in der Anstalt immer noch als Respektsperson angesehen. Da kann man sich doch nicht derart zum Folkloreaffen machen. Es geht hier doch nicht um mich, es geht um die Sache. Wie? So? Ja, die Schicksalswahl in Bayern. Da hat die Kanzlerin ja klar gemacht. Bayern ist dort, wo der Bund hin will. Und was heißt das konkret? Wird sie sich auch ins Dirndl zwängen? Ja, ihre Designer arbeiten schon an einem passenden Hosenanzug in Niedertracht. Und was haben Sie für uns noch auf Lager? Kommt Roberto Blanco zur Patientenbelustigung oder wird Billy Mo exhumiert oder sowas? Egal, Hauptsache, es bleibt schwarz. Das ist doch Blödsinn. Nein. Es ist nicht. Oh, Entschuldigung. Es ist wichtig, es ist schon bei der kleinsten Veränderung droht der Niedergang des Freistaats. Und noch schlimmer, es gefährdet die Wiederwahl von Horst Köhler, sagt der Beckstein. Köhler, die gibt's ja auch noch. Ja, monatelang habe ich gar nicht mehr an den gedacht. Der war irgendwie weg, nicht, oder? Ja. Also gefehlt hat er mir irgendwie nicht. Ja, aber egal. Hauptsache, es bringt der CSU wieder 1%. Es geht um alles. Jetzt hören Sie mal zu. Jetzt mal im Ernst, nicht wahr? Selbst das schlichteste Gemüt wird doch dieses Mal merken, von was für 2 Doppelversagern es hier regiert wird. Nein, das schnallt der Huber nie.
Der Huber ist doch das beste Beispiel dafür. Für das, was der bei der Bayern LB zu verantworten hat, kommt ein normaler Bankfilialleiter in U-Haft. Und wo sitzt er? Nicht in U-Haft, sondern auf dem Sessel Finanzministers. Ja, das ist eine sogenannte Erwin-Win-Situation. Das ist... Das bitte, ist alles also Taktik. So nehmen Sie der SPD auch noch das letzte Feld weg, die Unfähigkeit, mit Geld umzugehen. Schon wieder 1%. Also eins muss man wirklich sagen, die CSU ist am Verteilen von Wahlgeschenken nicht zu schlagen. Nicht. Allein das, womit haben Sie angefangen? Mit der, diese Milch... Euterprämie für Milchbauern. Ja, nein, das war nicht ganz richtig. Das war für die Schönheitschirurgen am Starnberger See. Na, aber alles Wähler, sagt die Hadertauer. Aha, Hadertauer, ja. Also man muss sagen, dass, also, der bayerische Talentschuppen birgt so manches Geheimnis. Muss man sagen, nicht? Aber einen Satz muss ich Ihnen sagen, kann ich absolut nicht mehr hören. Ich war ein anständiger Bayer wählt CSU. Na ja, bitte, wenn die Führung schon nicht anständig ist, dann muss es halt zumindest der Wähler sein. Das ist gut, aber man kann auch so rum sagen, nicht? Wenn erstmal die Scham verloren ist, lässt sich's besser regieren. Ja, und im Wahlkampf sowieso, da läuft ja alles aus dem Ruder. Gestern hat der Beckstein im Weißbräuzelt von Erdinger sich gegen die Senkung der Promillegrenze ausgesprochen. Auch weil, hat er gesagt, mit 2 Maß kann man locker noch Auto fahren. Also mit so einem Schwachsinn kommen Sie als Normalbürger zum Idiotentest. Ja gut, da bringt's wieder 1%. Promille in dem Fall. Promille. Nein, Sie haben tolle Ideen. Am schönsten hat mir die junge Union hat schon überlegt, aus wahltaktischen Gründen den Todestag von Franz Josef Strauß auf den 28. September vorzuverlegen. Wieder 1%. In dem Fall 2. Ja, aber jetzt mal, rechnen wir ruhig alles zusammen. Aber was, wenn es denn trotzdem nicht reicht? Dann greift Plan B. Bezirke und Kreise, die es wagen sollten, entgegen Gottes Willen mit 50 minus X zu votieren, werden noch in der Wahlnacht zu abtrünnigen Teilrepubliken erklärt und der fürsorglichen Obhut Putins anvertraut. Richtig. Ja, das tut mal. Unser Migrationsbeauftragter ist da. Was will er denn hier? Idee, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht Reha. Wahrscheinlich möchte er auch ein anständiger Bayer werden. Habt ihr noch Platz? Ja, müssen Sie mit ihm... Sie sind ja der Patientensprecher. Das ist doch, bitte, ach, kümmern Sie sich da ach, mal auf drüber. Einmal. Auf allem, erklären Sie ihm, wie die Hausordnung hier funktioniert. Ja, ganz bestimmt. Ja, wo kommen Sie denn her? Aus Hengersberg. Hengersberg? In Niederbayern. Ja, Niederbayern reicht mir. Türkisches Blut fließt in Ihren Adern, ist das richtig? Ja. Sehe ich das? Mhm. Ja. Und dann sehen Sie sich berufen, anständiger Bayer zu werden? Auch, können Sie das überhaupt erklären, was ein anständiger Bayer ist? Ja, wollen Sie was hören? Also wenn ich ehrlich sein soll, nein. Ja. Aber die Zuschauer vielleicht nicht. Mir ist nur wichtig, bitte achten Sie darauf, Merkel ist Chefsache. Mhm. Nicht das Thema Merkel und nicht der Fahrstuhl. Alles klar. Ist Chef ein. Sonst können Sie sich frei ausbreiten. Ja, wunderbar. In 3:30. Alles klar. Ich, ja. Ja. Kurz vor der Wahl, die CSU steht unter Hochspannung, zu Recht. Denn in den letzten Monaten lautete ja in der CSU die große Frage, wie können wir uns strategisch blöd anstellen, ohne uns dabei taktisch klug zu verhalten. Jetzt hat man lange nach einem passenden Thema gesucht für den Wahlkampf. Am Schluss wurde man noch fündig. Bildung, wir machen eine große G8-Reform, hieß es dann auf einmal. Und Sie wissen ja, die Ausgangssituation bei diesem G8 war ja seinerzeit folgendermaßen. Der Stoff von 9 Jahren sollte den Schülern in 8 Jahren vermittelt werden, ohne dass die Lehrpläne entsprechend geändert wurden. Gab damals viel Protest, wurde vom Stolper weggewischt, der hat gesagt, hey, wenn wir schon keinen Plan haben, dann brauchen die Lehrer erst recht ein. Aber irgendwann kam dann die mal drauf, ja, Moment mal, Leute, Eltern sind ja nicht bloß Eltern, sondern auch Wähler. Und seitdem ist richtig Remi-Demi bei uns im Bayerischen Kultusministerium. Da hat sich dann der Erwin Huber, unseren Kultusminister, den Siegfried Schneider gleich geschnappt, hat gesagt, Sigi, wenn du nicht bis zur Wahl eine vernünftige G8-Reform hinbringst, wenn dich bei dir die Gentechnik an, dann darfst du nämlich gehen. Und seitdem rotiert der Schneider-Sigi. Seine erste Idee war kleinere Klassen. Da hieß es, oh, das ist zu teuer. Hat er gesagt, gut, dann machen wir größere Klassenzimmer.
Und dann hat ihn sich der Erwin Huber nochmal geschnappt und hat gesagt, Sigi, du musst Design to Cost machen. Was? Design to Cost. Ja, was ist das? Beispiel. Wenn die Kosten an einer Stelle zu hoch sind, muss es an anderer Stelle richtig runterhauen. Verstehst? Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du willst mit deiner Freundin Urlaub fahren und hättest im Hotel gern eine Suite. Stellst aber dann fest, dass dein Geld nur für ein normales Doppelzimmer reicht. Was machst du jetzt, wenn du trotzdem eine Suite willst? Richtig, du lässt die Frau daheim. Das ist Design to Cost. Ja, muss ich jetzt in Urlaub fahren? Nein, Schneider. Du musst den Stundenplan eindampfen. Weniger Stunden, verstehst? Das heißt, jetzt sollte der Stoff, der eh schon zu viel ist, den Schülern in noch weniger Zeit reingedrückt werden. Das ist in etwa wie wenn zu Ihnen jemand sagt, du, ich glaube, ich kann mein Darlehen nicht mehr zurückzahlen. Und Sie sagen, dann mach doch höhere Raten. Aber irgendwer hat dann dem Schneider gesteckt, du weißt was, entrümpel doch einmal diesen antiquierten Lehrplan. Das heißt, der Schneider sollte dann den Gymnasiallehrplan ein bisschen moderner gestalten. Da hat er sich aber nicht so recht rangetraut, weil der Schneider ist nur Hauptschullehrer. Und jetzt hat man schon gemerkt, immer mehr in der CSU waren ein bisschen skeptisch mit diesem G8. Keiner wollte mehr dafür verantwortlich sein. Da ging es dann rund im Kabinett. Da hat dann der eine den anderen gefragt, ja, sag mal, das G8, war das von dir? Na, von mir doch nicht. Ja, warst das du? Ich? Na, ich war gar nicht in der Schule. Und so. Ja, und dann kam noch irgendwann einer und gesagt, geh, dieses G8, das war doch in Heiligendamm schon so ein Blödsinn. Also. Sie merken, sich im richtigen Moment ahnungslos zu stellen, war schon immer eine große Stärke der CSU. Bloß, wenn es wieder 50 plus X bringt, wunderbar. Wenn nicht, kann es sein, dass wir demnächst in der Anstalt einen CSU-Trag brauchen. Vielen Dank. Also, wenn ich ehrlich sein soll, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mich würde das nicht beunruhigen, wenn die CSU hierher kommt. Nicht, selbst wenn ich als Zimmernachbar Markus Söder kriegen würde, würde mich das nicht beunruhigen. Ekel vielleicht. Ekel. Oder Abscheu. Abscheu. Eher Abscheu. Nicht, aber sonst mag nicht. Sehen Sie, was mich ernsthaft beunruhigt, ist was ganz anderes. Das, was sich im Kaukasus zusammenbraut. Das macht mich nervös, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Die Amerikaner und die Russen sind gleichzeitig auf Krawall gebürstet. Das ist nicht gut. Die Russen, weil sie Öl und Gas haben, und die Amerikaner, weil sie beides nicht haben. Nicht? Und dann jeder Stammesfürst in der Gegend kriegt Geld, Waffen und Militärberater in die Hand gedrückt. Nicht hier, da gucken Sie mal, da, das in der ganzen Gegend, das sind über zwei Dutzend Nationalitäten, die sich da rumtummeln, noch mehr. Nicht? Und die Hälfte der Anführer von diesen Gebieten, die müssen normalerweise im Zuchthaus sitzen, wegen Drogenhandel oder Schmuggel. Stattdessen kriegen sie ein Fähnchen in die Hand, wedeln damit rum und faseln von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Nicht? Und mittendrin dann Georgien, nicht? Und mit diesem unsäglichen Saakaschwili. Haben Sie das mitbekommen? Sein eigener Generalstab hat ihm vom Angriff abgeraten. 4 Stunden später hat er ihm befohlen. Dazwischen hat er nur Kontakt gehabt mit seinen Beratern. Und von denen sind die Hälfte aus der Büchsenspanne-Abteilung von Vizechef Dick Cheney. Und einer seiner Berater ist sogar direkt aus dem Wahlkampfbüro von McCain. Was sagt uns das, meine Damen und Herren? Da steckt doch irgendwas dahinter. Das ist doch ein taktisches Ziel. Man will den russischen Bären so lange reizen, bis er tollpatschig, wie er ist, völkerrechtliches Porzellan zerschlägt, was er auch brav macht. Und dann muss das alte Schlachtross McCain kommen und das wahrhaft Böse wieder zerstören. Was übrigens McCain selber vor kurzer Zeit noch in Washington vermuten hat, das Böse. Aber da haben sie wahrscheinlich Kimme und Korn neu justiert. Nicht? Und wissen Sie, was die Krönung ist? Die Krönung? Wissen Sie, was fast den Boden noch ausschlägt, das ist seine neue Gehilfin, diese Sarah Palin, oder wie sie heißt, nicht? Eine Frau, die den russischen Bären nicht von einem Alaska-Elch unterscheiden kann, nicht? Ja, sie hat vor wenigen Tagen ein Interview gegeben, da hat sie gesagt, Georgien gehört in die NATO und wenn den Russen das nicht passt, dann muss man eben auch mal bereit sein, dafür einen Krieg zu führen. Mal so eben, zwischen Elchjagd und Supermarkt, mal einen Krieg führen, nicht? Müssen Sie sich mal vorstellen. Wissen Sie, was ich fürchte? Das amerikanische Imperium ist in den Händen eines militärisch-industriellen Komplexes.
und der glaubt, mit solchen Marionetten kann er sich's leisten, alles aus dem Weg zu schießen, was sich ihm in den Weg stellt. Aber das stimmt nicht. Wissen Sie, warum das falsch ist? Weil die großen Imperien der Weltgeschichte, deren Schicksal ist noch nie auf dem Schlachtfeld entschieden worden. Die sind alle pleite gegangen, nicht? Und die Amerikaner sind gerade dabei, pleite zu gehen. Und wenn dieser Koloss umfällt, da wird er um sich schlagen. Und da sollten wir uns ein bisschen weg davon halten. Von der NATO sollten wir uns auch weghalten. Wir sollten eigenständige Politik machen, verstehen Sie? Und wenn ich mir dann vorstelle, dass in einer solchen Krisensituation nächstes Jahr ein Laiendarsteller wie Guido Westerwelle, deutscher Außenminister, wird, soll ich ihm sagen, was das ist? Da kriege ich Ypsilanti-Gefühle, nicht wahr? Egal welche Partei, alles was wählen die Querdenker, ich wähle jede Partei, nur um einen schrillen Kommentar. Ganz ruhig bleiben. Es ist doch, selbst wenn nicht immer alles so schwarz doch, sehen, für den Fall der Fälle haben wir doch immer noch unsere Kanzlerin, die uns mit ihrer sagenumwobenen Politik der kleinen Schritte zum Besten trippelt. Egal was Finanzkrise, Konjunktur, Herr Prior, bitte, ich weiß schon, auf was das rausläuft. Ich vermute darin den Anlauf zu einem ihrer berüchtigten Merkel-Soli. Das ist doch eindeutig schon wieder. Ihre und meine Kanzlerin. Ja, ich weiß schon, wo das mündet. Nein, Münde habe ich mir für später aufgehoben. Das ist wieder. Wissen Sie was? Da gehe ich lieber Blut spenden. Da hat wenigstens doch jemand was davon. Ja, aber Obacht, wenn die Nadel beim dritten Versuch immer noch abbricht, dann war es der falsche Arm. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich wollte gar nichts zu ihr sagen, weil das, was sie sagt, spricht ja für sich. Na, ich war gedanklich doch noch bei Kurt Beck. Na, wie da das Mitleid über ihn hereingeprasselt ist, so 10 Minuten lang. Am meisten gerührt war ich vom Statement der Jungen Union in Bayern, die gesagt hat, die Art und Weise, wie er gnadenlos abgesägt wurde, zeigt den menschlichen Verfall in der SPD. Oh, da kam aber der Stoiber auf die Bühne gerast. Was heißt da SPD? Wie war's denn bei mir? Der Showdown. Den Showdown am Schwilosee hat am schönsten und hübschesten Günter Beckstein zusammengefasst. Zwei Verräter werden nicht automatisch eine gute Führung einer Partei. Da hat's aber von oben mal gegrollt, mein lieber Freund. Sehr richtig. Aber hast du das dem Huber auch schon erzählt? Nein, es ist die politische Lage. Es ist so schwierig. Du weißt, wie geht's weiter? Was kommt? Was geht? Was bleibt? Was macht die Lage in Afghanistan? Was wird aus dem Iran? Und noch viel wichtiger, was wird aus Hessen? Geht's weiter? Kommt was gut? Da haben wir zum Glück immer das Motto von Oliver Kahn parat. Es geht immer weiter. Immer weiter, es geht immer weiter. Ja. Haben Sie den gesehen bei seinem Abschiedsspiel? Hä? Wie er da in die Kabine gestiefelt ist, übermotiviert bis zum Schluss. Schnappt sich ein Becher nach dem anderen. Ich habe nur gesagt, Olli, Urinproben muss man abgeben, nicht. Nicht austrinken. Aber das zeigt, wie verfahren alles ist. Wo man gar nicht weiterkommt, weil alle so durcheinander sind. Jetzt, wo die SPD sich wieder neu im Gestern positioniert. Und sie wurde auch schon belohnt dafür. Doch, in manchen Umfragen hat es die Partei schon um 0,01 Müh nach oben geschnellt. Da wird sogar unsere Kanzlerin ein bisschen nervös. Ne, dabei hat sie gar keinen Grund, weil ihre Kampfpresse jubelt sie ja nach wie vor nach oben mit bedeutungslosen Hochglanzfotos. Am schönsten war die Bunte, das Fachblatt für kritisch-investigativen Journalismus. Langsam fällt denen gar nichts mehr ein. Jetzt müssen sie schon zu Bilderrätseln greifen. Tragen Sie nicht die gleiche Frisur. Unsere Kanzlerin Angela Merkel und die Königin der Herzen, Lady Di. So, liebe Bunte, habe ich gehört, jetzt brauchen wir noch einen Tunnel, paar Fotografen. Und einen besoffenen Chauffeur. Ne? Na, es wird ein bisschen eng allmählich, weil auch ihr außenpolitischer Glanz allmählich verblasst. Ne? Haben Sie ja, der Boulevard hat Sie ja noch mal hochgeschrieben, da im Georgien-Konflikt, ne? Als Sie einmal kurz zur Stippvisite da drüben war, wo alles schon längst geregelt war, haben Sie gefeiert als die Friedenstaube vom Kaukasus. Ne? Wahrscheinlich, weil Sie vorher noch die Strickjacke vom Dicken gemopst hat, die da unten noch irgendwo
rumlag, komisch, diese Jubel. Ich war zu der Zeit im Ausland. Ich hab mir jetzt guckst du mal, wie sie da. Ich habe rauf und runter geschaltet, alles. CNN, BBC, Tele France, nix. Die kam überhaupt nicht vor. Noch nicht einmal als Geräusch. Na, aber sie greift nach allem, womit sie punkten kann. Ist interessant, als ständige parlamentarische Vertretung der Atomindustrie will sie uns jetzt weismachen, dass die Energiepreise gesenkt werden, wenn die Kraftwerke nicht abgeschaltet werden. Also Moment mal, Mädchen, das musst du mir aber schon erklären. Warum explodieren die Preise dann ausgerechnet jetzt, wo doch alle Meilen noch laufen? Die Betreiber jubeln, die haben sie schon ausgerechnet. Bei einer verlängerten Laufzeit von 8 Jahren machen alleine E.ON und RWE 20 Milliarden Gewinn. Und da kam der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Laurenz Mayer, und hat gemeint, er geht fest davon aus, dass diese Unternehmen den Gewinn freiwillig in günstige Sozialtarife investieren werden. Wir haben kurz vor der Sendung angerufen, der läuft immer noch frei rum. Aber sonst... Einen Vorteil hat sie noch mit ihrer Union gegenüber der Chaostruppe von der SPD. Sie hält ihren Laden zusammen. Ne? Nach ihrem Credo, keine Diskussion über den Kurs der Partei. Was macht die SPD? Ist so blöd und sagt, kein eigener Kurs, bevor die Partei darüber nicht diskutiert hat. Haschmann, guck mal, wenn du von den richtigen und genügend abnickenden Trotteln umgeben bist, kann Regieren so einfach sein? Das mit den Blutspenden war keine so gute Idee, Herr. Oh. Oh, das tut mir jetzt leid, das ist der langzeitarbeitslose Eisenbieger, den uns die Jobagentur vermittelt hat, soll eigentlich auf der Demenzstation arbeiten. Sollte nur vorlesen, wahrscheinlich übermotiviert. Übermotiviert, nennen Sie das, übermotiviert. Was muss man sich diesem Sozialstaat eigentlich noch alles gefallen lassen? Demnächst ist wahrscheinlich die einzige Qualifikation für einen Pflegeberuf 2 Jahre Hartz IV und kann schwer heben. Ja, bleiben Sie mal ganz ruhig jetzt. Regen Sie sich mal nicht auf. Wird alles besser, wenn die Bildungsoffensive unserer Kanzlerin erstmal so richtig greift? Was denn für eine Offensive? Wenn sie mit Roland Koch als Kinderschreck über ahnungslose Vorschüler herfällt, soll das eine Offensive sein? Sie meint es ernst. Sie hat die Bildung zur Chefsache erklärt. Ja, natürlich. Jetzt hat sie sich zur Chefsache erklärt, nachdem sie mit ihrer Föderalismusreform erstmal dafür gesorgt hat, dass der Bund gar keine Kompetenzen mehr dafür hat. Moment, aber für diese Nichtkompetenz haben wir immerhin eine eigene Ministerin. Sie meinen Frau Schawan, die sich für einen Haufen Geld ein paar Kilometer mit dem Hubschrauber in der Gegend zu einem Interview rumfliegen lässt, nur damit ihre sinnlose Existenz wenigstens im Sommerloch zur Kenntnis genommen wird. Bitte, jetzt mal langsam. Nicht! Nehmen Sie den anderen, mein Ach, Gott. Können Sie sich heute aber Annie entscheiden. Jetzt mal unter uns. Mehr Bildung für alle. Was hätte denn ausgerechnet Frau Dr. Merkel davon, wenn plötzlich ein Tsunami der Erleuchtung über ihr Volk schwappte? Wenn ein Drei-Schluchten-Staudamm der Erkenntnis plötzlich seine Schleusen öffnete? Darf ich es unpoetisch beantworten? Dürfte sie die Erste sein, die absäuft. Inklusive ihrer völlig absurden Sympathiewerte. Ja, das sag ich ja. So tief könnte ihr nichtsnutziger Generalsekretär doch gar nicht tauchen, um sie wieder nach oben zu holen. Genau. Allein für seinen Satz, Atomstrom ist Ökoenergie, würde ein Pofalla von halbwegs gebildeten Massen in Betonschuhen so tief versenkt, dass ihn keiner mehr finden würde. Ja, aber stattdessen, was ist los? Was macht das Volk? Ja, bitte, aber ja, so wäre es. Aber was machen die Leute? Glauben, dass das Autofahren billiger wird, wenn wir neue Atommeiler bauen, weil sie beruhigt sind, wenn der ADAC ihnen versichert, dass die Uranbeimischung dem Motor nicht schadet. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben Sie recht, nicht? Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, nicht? Bei einer Bildungsoffensive, die mehr wäre als Fototermine bei einer Wichtelgruppe, das würde das Volk nur beunruhigen. Ja, stimmt. Das Volk, man muss es dumm halten. Ne? Richtig, dumm halten muss man es. Sehr dumm, gut. Dumm halten, ja. Dann geht es ihm besser. Ja. Vergnügen bringt das Leben, wenn die Weisheit fehlt. Auch Pofalla? Fast. Sophokles.
Würde mich mal interessieren, wie er an Sophokles kommt. Wahrscheinlich hat er es auf irgendeiner Streichholzschachtel gelesen oder so. Nicht. Vergnügen bringt das Leben, wenn die Weisheit fehlt. Nicht, da müssten wir ja ein fröhliches Völkchen haben hier. Nicht. Haben Sie das gelesen? Die Ergebnisse vom neuesten OECD-Bericht? In keinem Land weit und breit gibt es sinkende Absolventenzahlen von den Hochschulen. Nur in Deutschland. Und dazu sind die Hörsäle immer noch überfüllt. Ist doch merkwürdig, nicht? Wie kann es denn sein? Wie geht denn das, wird sich der bildungsferne Bürger fragen und kommt nicht auf das Rätsels Lösung. Dabei ist ganz einfach. Sein verantwortlicher Politiker würde ihm einfach sagen, wir haben für sowas kein Geld. Wir können doch nicht auch noch Studenten fördern und Universitäten und Dozenten. Wir fördern doch schon was anderes. Wir subventionieren zum Beispiel Regionalflughäfen, nicht? Mit denen dann die PISA-Krüppel all-inclusive in die Karibik fliegen können, um sich da ein Piña Colada zu ersäufen. Nicht? Machen wir auch schon. Da ja, für sowas kein Geld. Und wenn Sie sich damit nicht zufrieden geben, dann würde Ihr Politiker sagen, ja, wollen Sie denn, dass wir noch mehr Schulden machen? Würde er fragen, sind Sie auch einer von denen, die bei jeder Kleinigkeit nach dem Staat rufen, die einverstanden sind, wenn es zu einer hemmungslosen Staatsverschuldung gibt? Sie sind wohl bei der Linken, würde er Ihnen sagen. Legen Sie mal Bekenntnis ab. Wie halten Sie es mit dem? Sonst reden wir nicht mehr weiter. Dann können Sie ja gleich noch vorschlagen, dass wir Ihnen Gutscheine geben für Tankstelle und Einkaufszentren. Oder womöglich noch Verstaatlichung von Banken. Wenn Sie das wollen, dann können Sie ja nach drüben gehen, würde er sagen, der Politiker. Dann könnten Sie es übrigens auch machen. Dann könnten Sie nach drüben gehen, in die USA. Die machen das alles. Nicht? Genau das macht die amerikanische Regierung seit einigen Monaten. Hemmungslose Staatsverschuldung, Enteignung und Einkaufsgutscheine. Nicht? In der letzten Woche, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, hat die amerikanische Regierung Fannie und Freddie verstaatlicht. Die Aktionäre sind faktisch enteignet worden. Fannie Mae und Freddie Mac. Die beiden weltweit größten Hypothekenbanken. Und der das gemacht hat, der Finanzminister, das ist kein verkappter Kommunist. Der war vor kurzer Zeit noch Chef von Goldman Sachs. Die sind seit gestern die Bank Nummer 1 weltweit. Nur mal so, das, was man erzählt hat, verstehen Sie? Merke also, was folgern wir daraus? Verstaatlichung und Enteignung sind nicht per se Folterinstrumente der marxistischen Inquisition oder automatisch Verrat an den heiligen Prinzipien der Marktwirtschaft. Na, Verrat ist immer eine Frage des Termins. Das hat Talleyrand gesagt. Wäre auch mal was für eine Streichholzschachtel, nicht? Talleyrand. Gar nicht schlecht. Ich sag, wenn Fannie und Freddie vor 15 Monaten verstaatlicht worden wären, das wäre Kommunismus gewesen. Da stand der Kurs noch bei 60 Dollar. Letzte Woche stand er bei 2,50 Dollar. Und die Verluste waren unabsehbar. Dann ist die Enteignung Staatsfressung. Verstehen Sie? Und die Verluste tragen die amerikanischen Steuerzahler, was aber nicht so schlimm ist, weil sie ja zum Trost vorher schon von ihrem Präsidenten Einkaufsgutscheine für Walmart bekommen haben. Nicht? Das läuft bei uns anders, das muss man sagen. Nicht bei der IKB-Bank, da tragen wir als Steuerzahler die Verluste, ich glaube 10 Milliarden ohne Einkaufsgutschein. Und danach ist dann IKB jetzt vor ein paar Tagen verkauft worden, verscherbelt muss man sagen, für 100 Millionen an die Heuschrecke Lone Star. Obwohl man munkelt, dass die Russen ein Mehrfaches geboten hätten. Aber dem Russen können wir nichts verkaufen, nicht? Der ist unberechenbar. Bei Lone Star weiß man, wo man dran ist. Die schicken ihre Inkasso-Russen immer nur in Kompaniestärke an die Haustür. Das sehen Sie. Und wissen Sie, wer den ganzen Verkauf an Lone Star eingetütet haben soll? Die Kanzlei von Friedrich Merz, dem heimlichen Schutzpatron der Steuerzahler. Nur, dass Sie mal ein bisschen wissen, was so läuft, nicht? Wenn man das so hört alles, nicht? Und man steht dabei, kann nichts machen, tatenlos muss man dem zusehen. Das ist doch grauenhaft. Mein Zimmernachbar Steimle hat kürzlich zu mir gesagt, wissen Sie, was das Gute am Sozialismus war? Da hatte man immer noch das Gefühl, dass es besser werden könnte. Nicht? Wissen Sie, was ich mache, wenn ich hier noch jemals wieder rauskomme? Ich glaube, dann gehe ich irgendwo aufs Land oder so. Irgendwo, wo ich nichts mehr mitkriege. Ja? Ja, ich wollte nur sagen, falls Sie Erholung suchen, Österreich ist super. Nein. Sieh das, ich glaube, dass... Nein. Ich glaube, das ist nicht das, was ich möchte. Wenn ich irre in Trachtenfolklore sehen will, dann muss ich nicht mehr aus dem Haus. Die haben wir jetzt schon hier. Wissen Sie? Zum Beispiel, wo ich herkomme, das ist so eine schöne Landschaft, so eine mythische Waldlandschaft. Und mittendrin eine, ich möchte fast sagen, verwunschene Kleinstadt. Braunau? Na, Gottes Willen. Nein, ich komme von Nöchling. Das ist bei Amstetten. 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 Ja. Oh nein, so lange wollte ich eigentlich nicht bleiben. Dann ist Kärnten für Sie das Richtige. In Kärnten werden Ausländer sofort abgeschoben. Ich glaube, Österreich ist einfach gar nichts für mich. Da gehe ich schon lieber nach Südamerika.
Wieso Südamerika? Da gibt's auch alte Nazis, aber das Wetter ist besser. Ja, aber es ist wirklich wahnsinnig super schön bei uns. Die Natur und so. Nicht? Mir geht's immer so, wenn ich in den Wald komme, denke ich mir immer, wow, der Wald. Ne? Und die Sonne wirft so Schatten durch die Blätter aufs Moos. Die Blätter werfen den Schatten durch die Sonne. Und der Geruch, oder? Diese Walderde im Wald, ne? Das riecht so. Und du greifst hinein in diese Walderde und denkst, Wahnsinn, die Erde. Ja? Das ist der Stoff, aus dem du gemacht bist, die Erde. Ne? Das sind eigentlich die Leute, die vor dir gelebt haben. Und dann gehe ich mal raus und schaue so ein bisschen zu auf den Wiesen, wie die Menschen so arbeiten. Es sind nur mehr alte Menschen, so 70, 80-Jährige, ja, kriechen da noch herum auf den Hängen, ja, und machen Handarbeit im Zeitalter der Globalisierung. Die Kinder sind schon alle in die Stadt gezogen und Therapeuten geworden. Ja, aber die Alten machen noch und haben diese kantigen Gesichter, wie sie am Land haben, diese kantigen Gesichter mit diesen blauen Augen, diesen ehrlichen blauen Augen. Ein bisschen gierig manchmal im Blick, aber ehrlich in der Gier. Ja? Und die Frauen, diese Bauersfrauen mit den Mundwinkeln da so, mit diesen desillusionierten Mundwinkeln, weil die Männer alles versaufen und sie die ganze Arbeit machen und die nie Hautcremes nehmen. Die schauen mit 40 aus wie mit 60. Ja? Und trotzdem sterben sie am Land so spät, weil sie so früh alt ausschauen. Ne? Aber ein Begräbnis ist überhaupt das Schönste. Ein Begräbnis am Land, oder? Das ist anders wie in der Stadt, das ist ehrlicher. Ne? Da wird die Leiche aufgebahrt im Kammerl neben der Stumm. Ne? In der Stumm die Verwandten, schon mal die Stimmung, holo, daro, Wein, Bier, Schnaps, paar Keks dazwischen, gerade dass sie nicht schunkeln. Und im Kammerl drin liegt der Opa, ganz nass mit Weihwasser. Nicht alle Verwandten pinseln das noch drauf. Die Feinde stellen sich zweimal an, du Drecksau, ich hab die überlebt, du Arschloch, im Namen des Vaters und des Sohnes. So, du hast mir die Kuh zu teuer verkauft, jetzt fällt er noch ins Nasenloch. Komm, lass gut sein. Und, das, ja, und im Hochsommer, wenn dann die Fliegen aufsteigen von der Leiche und fliegen ein bisschen in die Stuben zu den Keksen und dann zum Misthaufen, dann wieder zur Leiche, Keks, Misthaufen, Leiche, Keks, Misthaufen. Der ewige Kreislauf der Natur. Und jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich was, diese Menschen sind glücklicher wie wir, weil sie leben in einer heilen Welt. Sie haben die Kraft der Tradition, die Geborgenheit der Großfamilie, die dörfliche Struktur. Sie plaudern miteinander am Dorfplatz. Was gibt's Neues? Über die ledigen Mütter, da wächst schon der Bauch, nicht? Die hat keinen Mann. Aha. Aber liebevoll, nicht? Liebevoll. Nicht? Aber schau, nicht? Und diese jungen Mädchen gehen bei uns auch oft noch in die Donau. Nicht? Ich meine, sie liegt auch in der Nähe, die Donau, dadurch kommt man auf die Idee. Und das sind Selbstmorde, die passieren, weil Menschen reden miteinander. Deswegen bringen sie wir um. Ja, und sie schlagen die Kinder, aber die werden tüchtig dadurch. Und die Mädchen trauen sich die Pille nicht nehmen, weil es der Pfarrer verboten hat. Aber dadurch wird der Sex intensiver, weil er verboten ist. Und sie sperren die Verwandten 20 Jahre in die Keller, aber die haben dadurch länger Familienanschluss. Ich möchte aufs Land. Wirklich, ich hab mir schon lange gedacht, ich will aufs Land hinaus, nicht? Aber es ist so fad am Land. Nicht, nicht nur, weil man im Keller eingesperrt ist, sonst auch. Ja? Aber zumindest habe ich gedacht, von diesem Innenstadtbezirk, von diesem Ruckola-Bezirk, von diesem Innenstadt-Mittelstands-Hedonisten-Wichser-Bezirk hinaus muss ich ziehen in die Vorstadt-Trabantensiedlung. Ja? Eine kackbraune Kunstlederkarnitur, das wäre super. Ein verschwitztes Unterleiberlau, Bierflaschen in der Hand, Wetten, das im Fernsehen. Und die Frau steht daneben und raucht und bügelt. Ich glaube, das sind diese geraden, einfachen, klaren Sachen, die wir oft verlernt haben. Dass Frauen bügeln können. Oder hier und da ein Mädchen spontan auf den Hintern greifen, aus dem Bauch heraus, auf dem Arsch hinlangen, was zulassen können, sich gehen lassen, nicht zu kontrollieren, einen Ausländer an in die Fresse. Nein, das nicht. Aber einfach dieses gerade, klare Gefühl der Fremdheit zulassen können. Dass man sagt, das lass ich zu, du bist mir jetzt fremd. Jedes kleine Kind weint, wenn wer fremd ist. Nicht?
extrem. Das ist ganz natürlich. Nicht? Kleine Kinder weinen auch, wenn sie sich nicht waschen wollen. Ich verstehe das, ich mag mich auch nicht waschen. Furchtbar. Man wascht sie, wird immer wieder dreckig. Nicht? Kaum ist man gewaschen, ist man schon wieder, kommt schon wieder alles so grauslich aus. Man isst und trinkt, so eklig kommt das heraus. Nicht? Dieses ewige Instandhalten, das macht mich fertig. Wenn was einmal ganz sauber wäre oder ganz satt oder irgendwas ganz, das was total ist, verstehen Sie, das was total ist und man kann sie dem Totalen hingeben, dem es Totalen ist und dadurch, mir ich weiß, mir haben Sie, mir haben Sie, nein, mir haben Sie, mir haben Sie total, mir haben Sie total falsch eingestellt. Ich weiß, nicht, bitte. Bitte, ich weiß, für wen Sie sich halten, aber der steht bei Madame Tussauds im Wachsmuseum und kriegt den Kopf als abgeschlagen. Bitte, geh, in Ruhe. Ich möchte nicht mehr in diese Gruppe. Ja. Es wird immer schlimmer. Es wird hier drin. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Da, was habe ich gesagt? Chef, ich hätte ein kleines Anliegen an Sie. Gucken Sie mal jetzt, wo der Backfahrt ist. Nicht? Ich gucke Sie mal, was ich dabei habe. Oh, ein Schiffchen. Wir kommen aber gut voran in der Werktherapie. Na, das ist gar nicht aus der Werk. Das habe ich aus der Kantine mitgenommen. Nicht? Das habe ich mir überlegt, dass das ist wegen meinem großen Problem. Wie ist mein Sorgekind? Ja, ich weiß, die SPD. Genau. Und da habe ich mir überlegt, dafür ist das. Man muss doch irgendwas machen. Mit der Sparbüchse zur Rettung Schiffbrüchiger. Ja? Ich habe nichts. Das ist mit der SPD, das ist doch auch irgendwie wie Schiffbruch. Und guck es mal, der Wind kommt von wo du hinguckst, kriegen wir es von vorne alles drauf. Die Partei hat Schlagseite, die Halbmannschaft ist über Bord. Das ist doch auch irgendwie wie Schiffbruch. Ja, und was wollen Sie da mit dem Schiffschi jetzt da? Spende sammeln für einen Rettungsring? Ja, wir haben überlegt, dass wir was machen müssen. Oh, wer mir? Mir, unseren Arbeitskreis Sozialdemokraten in der SPD. Oh ja, eine ganz starke Fraktion. Ja, sieht das, letzte Woche waren wir zu dritt. Ja. Und das hier, das ist ein Projekt. Wettbewerb für Ideen. Donnerwetter. Ja. Und weiter? Naja, das ist jetzt jedes Mal, wenn einer eine Idee hat, die der SPD weiterhelfen kann, gibt es 2 Euro ins Schiffchen. Ah, ja. Und ist schon was drin? Freilich, 15 Euro. Jeder hat 5 Euro Vorschuss gegeben. Na ja, komm, da will ich auch nicht so sein, da tue ich auch mal. Das ist anständig, Chef, Dankeschön. Und für was für Idee? Ne, für den Mut von Franz Marget. Kenn ich den? Ja, das ist doch euer bayerischer Herausforderer, ja, so ein Schiffbrüchiger. Mhm. Ne, weil der hat ja schon gedroht, er wird die CSU vor sich hertreiben. Da muss man erst einmal drauf kommen. Ja. Ne, aber immerhin. Zeitlang lag die bayerische SPD in Umfragen sogar weit vor der Bundespartei. Nein, hören Sie auf, das hat es bestimmt noch nie gegeben. Ja, das ist mir glatt noch einmal. Dankeschön, das ist anständig. Naja, wenn wir schon dabei sind, tun wir noch einen 50er rein. Wie 50? 50 Cent? Das wird ja immer weniger. Ja, der ist ja auch für Hubertus Heil. Ach, der Heil, ja. Hat der auch eine Idee gehabt? Der war in Amerika auf dem Parteitag der Demokraten im Pepsi-Dome in Denver und hat Obama dort geraten, er möge sich doch mehr um die Arbeitnehmer bemühen. Den Rat hätte er sich sparen können. Bevor der drankommt, der Obama, hat sie sowieso schon erschossen. Die Banditen vom Denver-Clan, vom Kuckucks-Clan. Aber weil wir gerade beim Heil sind, soll ich nicht mal was sagen. Bei ein paar Genossen wäre es das Beste, die hätte gar nichts mehr sagen. Da gehört der Heil auch dazu. Aber vorneweg der Clement, der Altsimpel. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich tät das ganze Schiffchen geben, wenn der endlich sein Maul haltet, der Clement. Das sag ich Ihnen. Das ganze Schiffchen tät ich geben. Ja, das geht aber nicht, weil der muss noch was machen. Der hat noch eine Rechnung offen. Der Clement, der hat keine Rechnung offen. Der kriegt doch das Geld in den Arsch geschoben. Den haben sie doch bezahlt. Die ganzen Strome von der RWE, die haben sie doch hineingedrückt, damit er unser Ypsilanti fertig macht. Ja, nix, euer Ypsilanti macht sich von ganz allein fertig. Jetzt hören Sie mal endlich auf, da haben Sie Tabletten mit Ihren Verschwörungstheorien. Er hat eine ganz andere Rechnung offen. Der Clement mit der Ypsilanti? Ja, und umgekehrt. Ich kann mir es genau vorstellen. Wird schon ein paar Jahre her sein, irgendeine Delegiertenkonferenz abends, kleiner Absacker an der Hotelbar, schummriges Licht. Er haucht ihr seinen vom legendären Pilz-Korn-Gemisch geschwängerten Atem ins Dekolleté. Mann, Andrea, nur hab dich doch nicht so. Du willst es doch auch. Und sie dreht sich um und lässt ihn stehen. Politik erklären kann so einfach sein. Also nehmen Sie es nicht persönlich, Chef, aber unter therapeutischer Hilfe habe ich mir was anderes vorgestellt.
Nein, Sie haben auf meinen Anwendungszettel geschrieben, mitfühlende Einzelgespräche. Und dann kommen Sie mir mit sowas. Das ist doch keine Hilfe. Schämen Sie sich was. Ich glaub, der alle Sache in der Politik soll es mehr menscheln, dann lässt man es menscheln, dann ist es auch wieder nie recht. Der Herr Rethe. Und mit was für einem Helfer? Mit was für einem Helfersyndrom kommen Sie zu uns heute? Ach, helfen kann uns keiner mehr. Die Erde kann nur gerettet werden, wenn die Menschen weg sind. Gottes Willen, noch so ein depressiver Vogel. Bitte, sind Sie mir nicht böse. Masse, ich muss jetzt mal, da gucken Sie mal, da ist eine Schachtel mit, Schüssel mit viel schönen Streichhölzern drauf. Da sind wunderbare Allgemeinplätze drauf, die helfen in jeder Lebenslage. Streichholzschachtel? Ich brauche keine Streichholzschachtel, ich brauche Streichhölzer. Mal wieder was anzünden. Wann haben Sie zum letzten Mal was angezündet? Hm? Brauche keine Streichholzschachtel. Brauche nicht mal ein Klavier. Klischees brauchen wir. Klischees halten auch lange. Die helfen immer. Wenn man ein Klischee im Kopf hat, braucht man auch nicht mehr zu denken. Klischees. Seit Jahrhunderten hält sich zum Beispiel wacker das Klischee, dass Lehrer nichts arbeiten und zu viel verdienen. Ich kann es nicht mehr hören. Geht mir auf den Knäffer langsam. Ein Freund von mir ist Hauptschullehrer, der sagt, Hagen, mit den Kindern, die ich heute unterrichten muss, hätte ich früher nicht spielen dürfen. Der ist fertig. Der Peter ist 46 und völlig ausgebrannt, der kann nicht mehr. Der frisst den ganzen Tag Globuli. Viermal die Woche Kraniosakral, sonst kommt er morgens gar nicht aus der Kiste. Abends Rotwein, sonst kommt er nicht in die Kiste. Das ist nicht lustig. Wenn Sie mal 10, 20 Jahre Hauptschullehrer waren, dann wissen Sie, was eine Depression ist. Der Peter sagt, Hagen, dafür hätte ich nicht Pädagogik studieren müssen. Der Wehrdienst hätte völlig gereicht. Sagt er, O-Ton, kannst nicht mehr hören, diese Klischees. Und dann hatten wir diesen Robert Steinhäuser in Erfurt, der hat seine halbe Klasse erschossen und dann sich selbst. Dann haben wir 3 Wochen über Computerspiele gesprochen und dann ist das ergebnislos versandet. Dann haben wir ein bisschen geschlafen, dann hatten wir den Amoklauf von Emstetten. Weil dazwischen nichts passiert ist. Nix. Die notwendigen Diskurse werden nicht geführt, weil sie offensichtlich nicht geführt werden wollen. Uns reicht so eine kleine Gänsehaut. Wir wollen uns mit so einer Schlagzeile 2, 3 Wochen gruseln. Unsere Angst, Lust wird ganz frivol, ganz vulgär gefüttert von allen Medien. Und dann zack, auf zur nächsten Schlagzeile. Maximal 2, 3 Wochen. Diskurse führen ist wahnsinnig mühsam. Man müsste sich am Ende noch zuhören gegenseitig. Oder verabschieden von liebgewordenen Überzeugungen. Deswegen passiert auch nach Emstetten nichts. Nichts ist passiert nach Emstetten. Wenigstens die Textaufgaben in den PISA-Studien hätten Sie diesen Amokläufen endlich mal anpassen können. Hä? Ein Amokläufer hat 17 Eierhandgranaten und 12 Schnellfeuerwaffen. Ne? Ja. Wie viele Lehrer sind in der Turnhalle? Hä? Ja, kannst du mal fragen? Im Gegenteil, wir wurden sofort abgelenkt anschließend mit dem Amoklauf in Virginia. Die ganze Welt guckte sofort nach Virginia. Guck mal, da die Amis, das ist ja klar, die haben ja Waffen an jeder Ecke. Das ist ja logisch, dass es da passiert. Hier gibt es keine Waffen an jeder Ecke. Und das passiert trotzdem. Wenn das passieren soll, dann passiert das. Da machen wir nichts dran. Wenn ich uns hier heute Abend alle in die Luft sprengen will mit einer Bombe, dann mache ich das. Gucken Sie mal Reihe 8 unter Ihrem Sitz da hinten. Ja, ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die Medien sind schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, schon das Elternhaus ist schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, das Schulsystem ist schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, Computerspiele sind schuld daran. Dann gibt es welche, die sagen, das hat doch wohl mehrere Gründe. Ja, sicher. Ein Grund ist bestimmt, dass Lehrer sowieso nichts arbeiten und zu viel verdienen. Natürlich. Wenn man so ein Klischee nur oft genug mantraartig wiederholt, dann glaubt man sich den Dreck irgendwann. In Lehrer wird einfach nicht investiert. So ein Lehrer hat einen beschissenen Shareholder-Value. Wussten Sie, dass in Japan Kindergärtner den gleichen Status haben wie Ärzte und Anwälte? Ja. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und in Hauptschulen wird auch nicht investiert, in Hauptschüler schon zweimal nicht. Hauptschulen heißen auch Restschulen. Ja, und weil man sie jetzt abschaffen will, glaubt man, das Problem gelöst zu haben. Ja. Mach die Tür zu, ich kann nicht gucken, wie du arbeitest. Ja. Ja klar. Wissen Sie, warum die ganzen Jugendlichen aus der Türkei und aus Griechenland und Libanon und Weißrussland und Polen hier alle in der Hauptschule sind? Weil die doofer sind. Das weiß man doch. Wir haben doch Chancengleichheit hier. Die könnten doch, wenn sie nicht so doof wären. Ja sicher.
Die kommen alle aus Ländern, wo die Leute ein bisschen doofer sind. Aus sogenannten Hauptschulländern. Restländer. Das weiß man doch. Aus dem gleichen Grund kriegt heute ein Hauptschullehrer hier auch 1000 Euro weniger im Monat wie ein Gymnasiallehrer. Weil er weniger Stress hat. Das ist doch bekannt. Natürlich. Im Mai 2006 sagte die Merkel das zum ersten Mal. Sie wiederholt das quartalsmäßig seitdem, seit 2 Jahren, wörtlich fast. Im Mai 2006 sagte sie zum ersten Mal, Deutschland ist ein Sanierungsfall. 2,5 Millionen Kinder leben hierzulande an der Armutsgrenze, doppelt so viel wie noch vor 2 Jahren. Und einen Monat später, im Juni 2006, haben sie für 20 Milliarden Euro 180 Eurofighter gekauft. Wollen die Russland angreifen? Das ist die Bildungsoffensive, ja. Böller statt Bildung. 20 Milliarden ist die komplette Neuverschuldung für ein Jahr. Haben die mal eben Waffen für gekauft, während der Fußball-WM. Keine Sau hat das mitgekriegt, wir waren besoffen im Stadion. Ja. Sommermärchen hieß das. Den gesamten Etat für 20 Milliarden Euro wär die Kinderbetreuung für die nächsten 700 Jahre gesichert gewesen. Und die von der Leyen muss seit Jahren betteln um jeden Kita-Platz. Das ist eine Schande. Ein Schuss aus einem Panzer kostet so viel wie ein Kita-Platz. Und wir sind permanent im Manöver. Wir verballern gerade unsere Zukunft. Guten Abend. Ja, ich muss jetzt noch mal ganz kurz. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz aufs Ende der SPD. Nein, ganz kurz vorm Ende muss ich doch noch mal auf die SPD kommen. Dieser Jubel über die Münte ist wieder da. Unser Rhetorik-Taifun aus dem Sauerland. Na, aber sein Comeback hat Wellen geschlagen, auch international. Ne, kaum steigt Münte wieder in den Ring, schwingt sich Lance Armstrong wieder aufs Rad. Ne, kurz nachdem das Verfallsdatum seiner Dopingproben abgelaufen war, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Und auch die Sozen strampeln. Sie geben erstmal schon mal der Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier. Boah, jedes Mal, wenn der wieder was in die Kameras hustet, denke ich mir, wann reißt er sich endlich wie einst Fantomas die Gummimaske vom Gesicht? Und der Schröder kommt zum Vorschein. Da habe ich euch 3 Jahre lang sauber an der Nase rumgeführt, ne? Glaubt ihr, ich gebe so einfach auf? Der ist zäh. Der hat noch 3 Rechnungen offen. Mit der Merkel, mit Lafontaine und mit der SPD. Das gibt. Er will ja die Wahlkampflok für Steinmeier machen. Und da wird er, wird er über die Marktplätze irrlichtern. Na, immer besorgt um die Nöte und Sorgen der Bürger, die unter den hohen Energiekosten zu leiden haben. Da wird er kommen, der oberste Gasableser Putins. Das Gas muss bei den Menschen ankommen, nicht die Preise, liebe Freundinnen und Freunde. Und unten, wenn all diesen Schimmer in den Augen tragen, wenn sie sagen, ach, der Schröder, ich meine, wenn der was sagt, sagt er eigentlich auch nichts. Na, aber wie er das nichts sagt, da hat mir doch gleich wieder ein bisschen Zuversicht. Ich habe diese Verklärung nie verstanden, wenn sie immer sagen, ach, der Schröder oder ach, der Fischer. Von wegen, das waren doch richtige Politiker. Ich meine, gut, der rapide Übergang von den Alphatieren zu den Silberfischchen, das war schon etwas abrupt, aber sie stellen sich alle. Aber sie stellen sich schon alle auf die neue Konkurrenz ein. Erwin Huber hat zum Kanzlerkandidaten schon gesagt, er hat bei Wahlen noch nichts bewegt und vom Glanz der Außenpolitik ist auch bald der Lack ab. Er ist zwar populär, weil es viele Fernsehbilder von ihm gibt, aber das ist Popularität durch Beliebigkeit. Politisch sehe ich nur eine Reihe von Fehltritten. Ich sagte, ja, Erwin, du hast ja recht. Aber warum sprichst du von unserer Kanzlerin in der männlichen Person? Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Respekt. Ein Respekt. Also, der Satz hat das Zeug zu einer echten Schlusspointe. Ja, da steckt auch viel Herzblut drin. Ja, nicht über Blut will ich heute nicht mehr reden. Nee, nein, was ich sagen wollte ist, mit dem Satz hätten Sie gut aufhören können. Wieso? Ich habe mich doch gerade erst warm gelaufen. Nein, Ihre Zeit ist abgelaufen. Bitte, was? Ich meine es rein sendetechnisch. Ach so. Da. Oh. Kerner Anteportas. Oh, ui. Wollen wir ihn reinlassen? Wir müssen, Herr Priol, wir müssen. Ja, dann
Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren krachledernen Gästen Django Asyl, Josef Hader und Hagen Räther. Lassen Sie sich wieder einliefern, wenn die Anstalt wieder geöffnet hat am 28. Oktober. Wie immer um 22.15 Uhr direkt live nach dem Heute-Journal.